Hier sind Spuren. Wenn die Ausrichtung stimmt, können wir hier vielleicht springen. Du sagst, wo es lang geht. Ich bin nur der Handlanger. So sollte es eigentlich nicht sein. Anthea darf nicht die Oberhand gewinnen. Die Waldbewohner. Leder. Pilz. Hier. Ganz schön hoch. Vertrau mir. Geschafft. Ach, erinnere mich beim nächsten Mal daran, die Augen zuzumachen. Was ist da? Was ist da? Zurückgelassenes Tagebuch. Wir schreiben das Jahr 1695, das sind zumindest bin ich mir sicher. Den Newsmith zu folgen war ein Fehler. Nachdem wir unsere Häuser verlassen und bei Regen und Wind durch den finsteren Wald stapfen mussten, erreichte unsere Gruppe ein altes Jägerlager. Die Brücke nach Boston ist kaputt und wir können nicht weiterziehen. Diese Flucht in die Freiheit war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. War ja klar, dass man nicht weit kommt, wenn man in den Wald läuft. Die Erinnerungen an unser Zuhause in Eden Town verblassen von Tag zu Tag mehr. Wir hatten dort Freunde und Nachbarn. Das Gelächter der Kinder schallte durch die Gänge der Schule und wir hatten ein Gemeindezentrum mit einem Pastor, der sich wirklich um uns kümmerte. Das war wohl Charles. Als wir mit den Big Skins Gruppe aufbrachen, kennten wir ihn. New Eden Town, ein Dorf, das wir einst aufgebaut hatten, den Rücken. Ich vermisse auch unsere Zeit zutiefst. Beth geht es ebenso. Auch wenn sie versucht, es nicht zu zeigen. Wir werden zurückkehren. Wir packen erneut unsere 7 Sachen und gehen zurück in unsere Heimat. Was immer durch den Wald streift, kann sich zum Teufel scheren. Möge uns Gott beistehen. Wenn ich die Karre runterkriege, fällt auch das Skelett runter. Vielleicht kommt das später. Shit. Verflucht. Alles in Ordnung? Noch bald. Ich nicht mehr kopfüber hänge. Was war das? Eine Schlingfalle. Jacob Lynn sprach von einem Jägerlager. Es könnte in der Nähe sein. Was Lebendiges? Ja. Na, ein Glück. Ein Nachtmahl in Juintown reicht mir. Na toll.
seid ihr und woher kommt ihr? Ich komme von... Wir sehen nur Wet. Dann seid ihr furchtbar weit gereist, werter Herr. Wer seid ihr? Ich bin Red McGrath. Die Stadträte von New Edentown haben mich angeheuert. Ich bin Verbanner. Seid ihr nicht mit dieser anderen Person im Gemeindehaus ums Leben gekommen? Ich bin in die Fluten gestürzt und wurde davon geschwemmt. So habe ich überlebt. Nun, bis jetzt jedenfalls. Das erste Mal, dass ich einen Verbanner sehe. Ich hätte mehr erwartet. Könnten wir diese Unterhaltung eventuell fortsetzen, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe? Hey, immer mit der Ruhe. Du schießt das Seil durch. Hört auf zu zappeln. Stillhalten, habe ich gesagt. Ich will sehen, wie ruhig ihr bleibt, wenn auf euch geschossen wird. Wenn das so ist, Verbanner, könnt ihr euch ja selbst aus der Falle befreien. Was? Wie? Nein, warte! Unser Lager liegt unten am Hügel. Ich werde dort auf euch warten. Kommt zurück! Scheiße! Ich nehme an, du kannst mir nicht helfen, oder? Das war unterhaltsam. Schön, dich lächeln zu sehen. Warte. Da ist etwas. Was Lebendiges. Schon wieder. Nein. Was ist ein Knochenwandler? Ach. Okay, ein Schemen. Du schaffst das. Der sich wohl selber ausgerüstet hat. In so, der sich in so ein Skelett gepackt hat. Gut, dann wollen wir mal. Ich dachte, ihr schnappt euch nur Lebendes. Wenn Gegner blocken, kannst du ihre Verteidigung mit bestimmten Angriffen durchbrechen, wie zum Beispiel Witz aufgeladenen Angriff an Anthias Manifestation. Perfekter Wechsel. Ah, mal wieder perfekt geblockt. Darf ich auch mitmachen? Gleich. Was ist das? Ganze Wald ist erfüllt mit diesen Geister. Armband der Harmonie. Ausrüsten können wir uns nur am Lagerfeuer. Notiz eines alten Jägers. An die Missgel, die hier alles mit ihrem beschissenen, verdorbenen, halb aufgegessenen Fraß und ihren beschissenen, kaputten, scharfkantigen Pfeilspitzen und was weiß ich verdecken. Ihr seid eine Schande. Hier war schon lange niemand mehr, alles verrottet. Ö ist auch eine interessante Taste für die Karte. Normalerweise immer M oder Tab. Oder im Fall von GTA Escape.
unsichtbare Mauer. Zum Abschluss bringen. Die Verbanner wurden dem genialen Dämonologen Henry Bourguet zufolge ursprünglich als Exilanten bezeichnet und sind wahrscheinlich Erben der Ahnentradition der Bittelpriester des alten Griechenlands. Wie auch immer ihr Name, ihr Titel und ihre Methode lauten mögen, ihr Hauptziel hat sich nicht geändert. Sie wollen den Abschluss bringen, vom lateinischen Claude und dem altfranzösischen Clausus. was so viel wie Umzäunung eines Feldes oder Gebiet bedeutet. Daher sahen die meisten Menschen sie wohl als gutwillig an, Klammern, so wie die Benandanti in Nordostitalien jahrhundertelang als nützliche und wohlwollende Hexen gesehen wurden. Sie reisen und werden dafür bezahlt, Probleme zwischen den Lebenden und den Toten zu lösen. Sie kommen, um jeden Spuk ein Ende zu setzen, indem sie für einen Abschluss sorgen. Henry Bourguet würde es als eine sündige Neigung, sich mit dem Unheiligen zu befassen, bezeichnen. Aber dem möchte ich hinzufügen, dass sie den berechtigten Wunsch haben, die Wurzeln des Bösen zu vertreiben. Die Verbanner handeln im Normalfall, ja, für das Gute, was ja immer Ansichtssache ist, aber ich sag jetzt mal für die helle Seite. Hexen achten mehr auf die Toten. Aus der Sicht der Verbanner ist eine Spukermittlung eine nicht beendete Geschichte, die auf ihren Abschluss wartet. Dieser Abschluss, wie sie es nennen, erfolgt, wenn ein Verbanner die an einer Spukermittlung beteiligten Person versammelt, um die Vorkommnisse offen zu legen und zwischen verschiedenen Ritualen zur Lösung des Problems zu wählen. Hatten wir ja mit Jacob und Benedict gemacht. Mit dem Abschluss sind die Gegensätze bereinigt, mehr oder weniger schmerzlos für alle Beteiligten. Der Verbanner behauptet, mithilfe eines Erlösungsrituals den Geist von dem Grund zu befreien, warum er oder sie geblieben ist. Unerledigte Angelegenheiten, gegebene Versprechen, Ärger, Groll, Liebe, was auch immer. Die kraftvollen Worte des Verbanners sorgen für die Befreiung dieser Bindung über den Tod hinaus, so dass der Geist nun aufsteigen kann. Symbolisch gesehen wurde der Geist erhört, ihm wurde vergeben, er wurde geführt oder besänftigt und er kann nun friedlich gehen. Wir erinnern uns, die Antia hatte ja zum Beispiel den einen Geist von Charles wie eine andere Person behandelt, denn das war nicht Charles, das war ein Geist mit dem Bewusstsein von Charles. Um einen Geist zu befreien, muss ein Verbanner verstanden haben, was auf dem Spiel steht, sowie den wahren Grund erkennen, warum der Geist geblieben ist. Dies ist wohl der umstrittenste Teil ihres Handwerks, denn mit keiner Kreatur aus der Grube soll eine Absprache gemacht werden. Das Durchführen eines Verbannungsrituals sollte für einen Verbanner genau aus diesem Grund immer vorteilhaft sein, um sich mit dem wahren Ursprung ihrer Tradition und ihrer Verwendung zu vereinen. Der Verbanner verliert keine Zeit damit, den verfluchten Geist höflich zu binden, sanft zu gehen. Jetzt wird die andere Methode erklärt. Stattdessen wird der Geist gewaltsam fort. Zurück in den Abgrund. So wird richtig mit dem widerspenstigen und teuflischen Spross umgegangen. Das hatte ja auch Antia ja erst bei Charles vor. Also den Geist von Charles. Dieses Ritual sollte bei jedem Geist durchgeführt werden. Eine Diskussion unter Untersuchung sollte dann nicht mehr vonnöten sein. Der kürzere Weg. Wenn der besagte Geist unverhohlen feindselig ist oder hinterlistig um unsere Gnaden bettelt. Manche wollen natürlich nicht gehen. Von den Verbannern, den historischen und heidnischen Wurzeln, in ihren strittigen Wissens von Fairfax Haskell. Und dann gibt es ja noch eine andere Methode, und zwar
dass wir den Lebenden die Energie berauben. Dadurch, dass wir jetzt ja heimgesucht werden von einem Geist. Oder eher gesagt, die Kraft von den Lebenden würde dann Antia entziehen. Dann tritt der Geist in Erscheinung und greift sich die Energie der Lebenden.